Der Brünigpass zählt zu den mitunter bekanntesten Alpenübergängen der Schweiz. Zweigt man von der vielbefahrenen Reiseroute auf der Passhöhe in östliche Richtung ab, dauert es nicht lange, bis man mit der Kabinenbahn Twingen-Kaiserstadt auf eine Seilbahn trifft. Die Bahn ist eine der strategisch wichtigsten im Skigebiet Meiringen-Hasliberg. Die Sonnenterrasse im Osten des Berner Oberlands kennt bereits seit den 1950er Jahren seilgezogene Aufstiegshilfen für den Wintersport. Heute ist die Seilbahn nach Kaiserstadt einer der Hauptzubringer in das weitläufige Skigebiet und auch aus seilbahnhistorischer Sicht ein echter Meilenstein. Die Konstruktion im Inneren der Talstation lässt unschwer erkennen, dass es sich bei der Kabinenbahn um eine typische Konstruktion des Herstellers Garaventa handelt. Das Unternehmen zählt zum Zeitpunkt der Eröffnung der Bahn im Jahr 1996 zu den führenden Schweizer Herstellern im Bau kuppelbarer Umlaufbahnen. Dass Garaventa diese Position innehat, ist der langjährigen Expertise in diesem Bereich zu verdanken. Seit den 80er Jahren ist der Hersteller im Bau solcher Anlagen tätig und setzt nach einem kurzen Intermezzo mit einer in Lizenz genutzten Kuppelklemme auf den Einsatz einer Eigenkonstruktion. Die Totpunktklemme mit ihren charakteristischen Tellerfedern ist das Markenzeichen von Garaventa in den 80er und 90er Jahren. Weil sich die Konstruktion aber nur für den Einsatz bei Fahrzeugen mit bis zu 4 Personen Fassungsvermögen eignet, muss Garaventa bei größeren Kabinenbahnen eine Doppelversion einsetzen. Damit ist man gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland Mitte der 90er Jahre im Hintertreffen. So folgt die Entwicklung eines Nachfolgesystems, das an der Kabinenbahn Twingen-Kaiserstadt zu einem der ersten Male eingesetzt werden kann. Am Hasliberg wird dringend ein Nachfolger für eine kapazitätsschwache Viererkabinenbahn gesucht, sodass man sich zum Bau einer leistungsfähigeren Anlage mit 6-plätzigen Fahrzeugen entscheidet. Gleichzeitig setzt man auf die Erstellung einer Zwischenstation im Bereich Lischen, um die neue Anlage für Wiederholungsfahrten bei Skifahrern attraktiver zu machen. Die Kabinen werden an dieser Stelle bei Berg- und Talfahrt vom Seil gelöst, eine echte Sektionentrennung liegt allerdings nicht vor. Das Förderseil läuft durch die Station hindurch und wird einzig von der Bergstation aus angetrieben. Zum Einsatz kommt bei der neuen Kabinenbahn eine Klemme mit offenen Spiralfedern. Das System entwickelt Garaventa speziell für Anlagen mit 6- bis 8-plätzigen Fahrzeugen und kann es 1995 erstmalig in der Schweiz in Splügen bei einer Kabinenbahn und in Laax bei einer Sesselbahn einsetzen. Anders als bei der Vorgängergeneration ist von nun an nur noch ein Klemmapparat pro Kabine notwendig. Während eines Jahrzehnts setzt Garaventa diese Technologie in der Folge bei seinen kuppelbaren Umlaufbahnen ein. Auch oberhalb der Zwischenstation verläuft die Strecke mit moderater Steigung und wenigen Gefelsbrüchen den Berg hinauf. Die Endstation Kaiserstadt ist nach gut 10-minütiger Fahrt schließlich erreicht. 2,4 Kilometer und 663 Höhenmeter liegen die Kabinen zurück, bis sie hier oben in 1836 Metern über dem Meer angekommen sind. In der Station werkelt, wie erwähnt und unüberhörbar, der Antrieb der Kabinenbahn. Die Einheit ist dabei fest verankert, da das Förderseil in der Talstation abgespannt wird. Dies erfolgt auf Basis einer Hydraulik, wodurch Garaventa im Vergleich zu älteren Anlagen auch auf den Einsatz eines Spanngewichts verzichten kann. Eine Technologie, die in den folgenden Jahren perfektioniert wird und den Bau von Kompaktstationen begünstigt, da die Stationsabmessungen deutlich reduziert werden können. Auch der Kabinentransport im Stationsumlauf ist gegenüber dem System aus den 80er Jahren verändert. Anstelle eines Kettenförderers
setzt Caraventa wie bei den Beschleunigungs- und Verzögerungsstrecken auf Reifenförderer. Mit einer Streckengeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde ist die Kabinenbahn ein typisches Produkt der 90er Jahre. Dass in der Schweizer Seilbahnwelt zu dieser Zeit aber eine Wachablösung stattfindet, ist angesichts der zunehmenden Zahl an Aufträgen, die an Hersteller aus den angrenzenden Ländern vergeben werden, nicht zu übersehen. Der einst große nationale Konkurrent Vonroll zieht sich zu dieser Zeit gar vollständig aus dem Seilbahngeschäft zurück. Und auch Caraventa fusioniert bereits 6 Jahre nach der Eröffnung der Kabinenbahn Kaiserstadt mit dem Vorarlberger Seilbahnriesen Doppelmayr. Die Anlage am Hasliberg ist mit ihren Kabinen des Berner Karosseriebauers Gangloff dagegen noch ein reines Schweizer Produkt. 1200 Personen können die insgesamt 65 sechsplätzigen Exemplare stündlich je Richtung befördern. Als Zubringer- und Beschäftigungsanlage in einem größeren Skigebiet ist das nicht ausgesprochen viel. Aber dennoch ein großer Fortschritt gegenüber dem Vorgänger, einer Viererkabinenbahn aus dem Hause Gerhard Müller. Diese ist im Jahr 1960 die erste größere Seilbahn im heutigen Skigebiet Meiringen-Hasliberg und wird im Jahr darauf um einen Schlepplift auf Kaiserstadt ergänzt. Eine Sesselbahn folgt 1967, bevor schließlich Mitte der 70er Jahre der heutige Bereich rund um die Mägisalb das Licht der Welt erblickt. Die Kabinenbahn Twing-Kaiserstadt ist damit bis heute im Winter wie im Sommer eine strategisch äußerst wichtige Anlage am Hasliberg. Mit ihren gelben Kabinen prägt sie das Erscheinungsbild des Skigebiets seit nunmehr über 25 Jahren und ist damit ein fester Bestandteil der beliebten Ferienregion im Berner Oberland. Und auch aus technisch-historischer Sicht ist sie für Seilbahnfans definitiv eine Fahrt wert.